Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier unser Las Vegas sozusagen gebaut, obwohl Las Vegas ist halt ein riesiges Hotelgebiet mit einem Casino in der Mitte. Aber ich denke, es sollte auf jeden Fall gut funktionieren. Ja, das Casino hat schon 128 Besucher gehabt. Wir müssen die Besucherzahlen auch mal erhöhen demnächst. Was ist das denn? Giftiger Teich ist das alles, aha. Senkt die Bodenqualität und... Funding received. Also wenn ich jetzt natürlich mit unserem Drohnenkommandanten hier hinfahre, der von uns mal dafür genug Mitarbeiter kriegt. Ah, das ist schon wieder auf 160 gesunken, Wahnsinn. Die mir schon alles aufpasst, what? Okay, die fressen auch relativ flott. Holy shit. Vielleicht habe ich es da ein bisschen übertrieben. Ah, genau. Unser Wasser läuft auch wieder. Wir haben es jetzt mittlerweile umgebaut. Vielleicht sollte ich hier ein paar auf Abgas setzen. Hm? Vielleicht nicht so unbedingt viele. Vielleicht ein bisschen übertrieben. So ein bisschen. Aber es... So, machen ist ja eigentlich doch praktisch, wenn da so viele sind. Giftiger Teich, wie es ausschaut, und gleichzeitig Steine entfernt. Hä? Muss ich mit dem jetzt einfach die giftigen Teiche aufsuchen und die langsam beseitigen. Okay. Zum Glück so viel nicht mehr. Auf jeden Fall nicht von meinem Wissen hier. Hier wird auf jeden Fall auch nochmal los. Hier ist ein kleiner giftiger Teich noch. Jetzt sollte ich vielleicht da einen Flechten in Auftrag geben, ne? Dann macht er das ein bisschen flotter. Dann macht er das ein bisschen flotter. Ah, hier haben wir auch noch einen riesigen Teich. Ja, aber langsam wird's. Ein abreisender Tourist. Ach, jetzt. Abreisende Touristen, 72? Sind die alle da drin? Das ging schnell. Funding received. Schauen wir mal, vielleicht können wir hier eine riesige Landestelle auch noch machen. Genau, lauf zu der Rakete runter, dann sollte das alles gut laufen. Wir machen mal währenddessen eine neue Landeplattform ready. Dann ist das jetzt hier die Hotellandeplattform-Bereich. Eventuell ein bisschen übertrieben, aber... Pff. So. Aber wo ist die andere Rakete noch? Die war hier irgendwo noch. Hier. Auch Touristen drin und abheben. Kann im giftigen Regen nicht gewonnen werden. Ah, schön. Guck mal, hier sind auch schon Überwische. Cool. Also schnell kriegen sie es hin. Gut, dann. Passagierrakete. Filtern. Spezialisierung. Rein Touristen. Anwenden. Ah genau, und vielleicht sollten wir einen Filter auch Altersgruppe
Senior aus. Starten. Dann starten wir die nächste Passagierrakete mit nur Touristen. Die nächste Touristenrakete. Jetzt haben wir keine Rakete mehr, da müssen wir halt noch eine nachkaufen. Jetzt machen wir mal die Touristenzeit hier. Noch eine Rakete, komm. Aktuell können wir es uns leisten, das ist gut so. Sind jetzt im Platz dann für 6, aktuell sind es 5, die kommen. Ja, das passt schon. Oh, die brauchen vielleicht wieder eine Wohnung hier. Warte mal. Also schauen wir mal, jetzt kommen dann hier gleich die ganzen Raketen runter. Eieieiei. Vielleicht ein bisschen übertrieben heftig, aber hey, es ist hier der Touristenabteil. Der braucht mal gute Landevorrichtungen. Mal schauen mal, was der abgelegt. Oio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 
die ganzen Hotelbesucher. Jetzt ist schon das Casino direkt besucht, ja perfekt. Sportanlage, die Freizeitanlagen hier sind auch besucht. Ah, schön. Kunstanlage wird besucht. Ein Sicherheitsstation, passt auf. Sind neue Bewohner schon drin. Hier läuft auch alles, Amphitheater, schön. Ist doch perfekt. Na, da haben sie es auch. Was ich nicht ganz verstehe, warum kommt da Steine raus, wenn sie es reinigen? Das verstehe ich nicht so ganz. Die sollte ich vielleicht auch noch ein bisschen upgraden, ne? Upgrades reinpumpen. Was? 30% solange das Gebäude mit Treibstoff versorgt ist. Ohne Treibstoff wird die Produktion zwar fortgesetzt, der Bonus geht jedoch verloren. Ja, das kriegen wir hin. Treibstoff ist jetzt unser kleinstes Problem. Die können wir mal löschen, bitte. Die brauchen wir doch nicht mehr. Hm? Dann schaut es hier auch nicht mehr so voll aus. Ne? Wird ja. Es dauert nur seine Zeit, aber langsam wird auch alles schneller grün. Wenn ich die Fliege mich nicht dauernd weiter nerven würde, wäre alles noch besser. Als nächstes hat Terraform versteht und dann Satelliten. Traumkreativ. Murphys Project zum stimuliert die Entwicklung neuer Stärken bei allen Erwachsenen. Und nach Erdtourismus würde ich hier lokal begrenztes Terraforming noch machen. Wo fortschrittliche Raketentechnik auch sind es. Denn vieles, was noch nicht erforscht ist, was relativ früher dazu gehört hier. Alle Spitzen können als Fertigbauten auf der Erde bestellt werden. So, auf der Erde erhalte Geldmittel in Höhe von... Hüllenpolarisierung. Ja, Hüllenpolarisierung ist jetzt nicht mehr so wichtig. Würde ich mal sagen. Immerhin sind wir mittlerweile da relativ weit. Oh, schau her, der grüne Fleck hier wird auch immer größer. Grüner. Abreisen zu Touristen 2. Aber hier geht's auch ab mit Leute. Uiuiui, der Touristenbereich, der floriert, du. Das Casino. Oh, alles schön besucht. Alles wird schön besucht und angeschaut. Jetzt müssen wir nur mal schnell. Jetzt müssen wir hier mal schnell die elektronischen Teile wieder hochschicken. So. Funding received. Die Lager werden alle langsam voll. Funding received. Vielleicht sollte man doch noch einen Nahrungsmarkt errichten, ha? Nicht gut, nicht gut, es werden immer mehr. Okay, ist auch eine neue Belastungsmaximalgrenze, die wir jetzt hier gerade einsetzen. Baut den Supermarkt! Wolkensatz. Danach machen wir machen wir noch das hier.
Wolkensaat. Löst Regenfälle aus, welche die Bodenqualität verbessern und den Pflanzen gut tut. Expedition aussenden. Transporter schicken. So, schauen wir uns unser... Die brauchen jetzt all the time Nahrung, Arbeitsplätze. Und sollten hoffentlich... Oh, erschöpfte Ressourcen. Dann werdet ihr jetzt hier auch vernichtet. Stromnetz noch drin? Stromnetz. Für was denn? Ich glaube, irgendwie da ich eine Maschine zu früh abgehakt oder sowas. Dann akzeptieren wir noch. Jetzt sollten wir aber hier langsam auch, ja. Jetzt arbeiten die Leute und dauernd sind Leute auch zum Essen holen da. Hätten eventuell ein bisschen zu wenig Essensplatz. Ups. Tun wir hier in der Mitte. Ein Seniorenheim rein. Große Tinnen, Kindertagesstrecke braucht schon ein bisschen viel Platz. Haben wir keinen Durchgang zu der? Funding received. Den Durchgang gebaut, what? Ich weiß nicht, welche Reise starten denn die jetzt hier? Rein theoretisch müssen wir hier noch einen Tunnel hinlegen. Das fehlt aktuell noch. Das sind noch hier ganz viele junge Leute. Eieieiei. Abreisende Touristen 7. Wo sind die denn immer? Welche Rakete nehmen die denn jetzt zum Starten? Bringen die mittlerweile Feuchtigkeitsvibratoren. Muss ich die jetzt echt noch importieren? Holy shit, da habe ich was verpeint. Weltraumfertigbauten. Feuchtigkeitsvibratoren. Ich bräuchte mal 16 Stück starten. Funding received. Irgendeine Rakete ist jetzt für die zuständig. Ich weiß nicht welche. Das kommt, als ob die damit fliegen wollen. Okay. Man startet die Rakete jetzt auch. Ein Cantus an Bord ist okay. Kann ich die auch pausieren irgendwie, dass die nicht... Ist der Automatismus aktiviert, kehrt die Rakete immer wieder zur Erde zurück. Sie landet immer an derselben Ort und bringt keine Importe oder Passagiere von Erde oder zum Mars. Die Rakete startet Richtung Erde, sobald ihr Frachtraum voll ist und getankt. Wir haben jetzt ja den Weltraumlift. Neue Ausstrahlung, Geldmittel erhalten, 200 Millionen. Holy shit.
Schon wieder ein. Jetzt seid ihr verschifft. Jetzt sind die zwei auch Schrott. Und die fressen wie sonst noch was, die mit die Betonteile. Wahnsinn, wie das ist fressen. Wie geht's dem Wasservorstand? Oh ja, da haben wir schon 8000 Liter gesaugt. Oder 8000 Einheiten, wie man es sehen will. Abreisende Touristen 5. So, welche Rakete haben sie diesmal gewählt? Keine von denen? Wir starten einfach alle durch. Bauen die einfach eine neue Rakete, wer weiß es. So, und du stehst im Weg. Kann ich dich nicht irgendwie abreißen? Jetzt abreißen. Auch wenn es aktuell nicht notwendig ist, wir wissen nie, wie sich die Atmosphäre entwickelt. Was passiert? So. Und deswegen machen wir das. Der Feind meines Feindes. Der Feind meines Feindes. In verschiedenen Fabriken sind kritische Fehlfunktionen aufgetreten zur gleichen Zeit. Dies deutet auf offenkundige Sabotageakte durch Unbekannte hin. Es werden umgehend Untersuchungen eingeleitet. Finden wir heraus, wer dafür verantwortlich ist. Selbst hier gehen wir uns gegenseitig an die Kehle. Ich glaube, ich weiß, wer dafür verantwortlich ist. Stellen wir zunächst Nachforschung an. Finden wir heraus, wer dafür verantwortlich ist. So. Ja, langsam wird's ja. Der braucht so ein bisschen, aber an den Stellen, wo was kommt, wächst auch Gras gleich mit. Das ist natürlich auch geil. Hier müsste unser liebes kleines Fahrzeug stehen. Ich kann gleich dahin und reinigen. So, okay. Das Farbe an. Ich tue mir jetzt auch noch Aufgabe Gras und Büsche. Dann wird es immer grüner wahrscheinlich. Ein See fehlt hier oben auch noch. Das wäre auch noch was. Ein schöner See. So ein schöner, riesiger See. Holy shit. Ist das wieder so der typische See oder was ist jetzt hier los? Platzieren wir ihn so hin. Wolkensaat. Mit einem Spektakel, das an die Formationsflüge bei Flugshows auf der Erde erinnert hat, flogen spezielle Shuttles wieder und die Wasserdampfwolken über unsere Kolonie. Eine Weile passierte gar nichts, aber gerade als die Zuschauer schon traurig abziehen wollten, brach der Wind die ersten Tropfen frischen Regens wacker. Frohlockt. Es gibt schönen Regen, jawohl. Also nicht nur. Nicht nur eine riesige Anlage, sondern auch den frischen Regen, der natürlich hier positive Effekte hat. Diese kleinen Schwellchen, wo schon grün wächst. Wahnsinn. Wie schaut es hier drüben aus? Ist schon angekommen? Ja, die fangen jetzt an, hier zu reinigen. Das dauert ein bisschen. Und... Ah, dann wird es langsam alles. Ach, sonst ist ja auch nichts mehr. Ah, schau an. Jetzt steht der See hier und so soll nur noch bepumpt werden. So, wir sollten jetzt die Feuchtigkeitsvibratoren wieder haben.
Standardprodukt ist 1. Wir platzieren mal hier ein und schauen, was der kann. Okay, jetzt ist es mit der Stromversorgung hier ein bisschen, ja. Raus mit der Verwundung. Der Feind meines Feindes. Weitere Sabotageakte. Zahlreiche Gebäude wurden weiter beschädigt. Was anderes haben wir nicht als Möglichkeit auszureparieren. Hat jemand da gerade 0,5 Eisen hingeliefert? Im Ernst? Hydroskopische Beschleunigung. Wassererzeugung 1,6. Das kommt auf die Feuchtigkeit an, die bei uns in der Atmosphäre ist. Okay. Wie viel produzieren wir denn einen standardmäßig? 41. Bedeutet, wir bräuchten für unseren Wasserstand 20 Stück. Das wäre ja noch nicht mehr. 20 Stück bräuchten wir. Den aktuellen Wasserbestand, Wasserbedarf 41,9 und wir tun mehr produzieren, könnten rein theoretisch mehr produzieren natürlich. Wahrscheinlich. Wie viel können denn unsere aktuellen hier unten produzieren? Ein so ein Pumper schafft, macht 5 aktuell, aber könnte 7,8. Bedeutet, wir sollten vielleicht schauen, dass wir hier hinten dann, wenn hier alles leerer wird, vielleicht ein kleines Feuchtigkeitsreparaturenfeld erstellen. Wir liefern auf jeden Fall schon mal mehr noch. Weil dann müssen wir nicht überall wieder anfangen zu bohren, sondern dann haben wir in Zukunft das alles mit Feuchtigkeitsreparaturen unter Kontrolle. Ist vielleicht dumm, aber es ist nachhaltig. Und so wollen wir das doch. Nachhaltig. Feuchtigkeitsreparaturen. Kann man natürlich auch immer wieder so kleine Punkte machen, wo wir einfach ein paar aufstellen. Funding received. Und dann können wir hier oben mal zum Beispiel anfangen. Feuchtigkeitsreparatoren. We have a delivery on the space elevator. Funding received. So, dann muss ich gerade gucken. So, okay. Wir machen jetzt einfach hier so ein Viereck raus. Und da haben wir jetzt 6 Stück stehen. Das ist doch perfekt. Dasselbe machen wir jetzt mit den Rohren. Ist doch perfekt, wenn es so ausschaut. Dann sind es einfach so kleine Blobs, die auftauchen, wo Wasser generiert wird. So, das ist unser Wolkensaatträger. So, die müssen das jetzt hier alles herrichten, damit Energie und Strom und alles fließt. Sollte man so ein bisschen was produzieren? Ich bin erstaunt. Wir holen eine Passagierrakete mit Touristen. Würde ich mal sagen. Die kann dann die Touristen wieder mitnehmen. Weil wir wollen wieder natürlich die Wolkensaat durchführen. Treibhausgase müssen wir jetzt nicht mehr so machen. Das hier wäre so. Allerdings könnte noch Marsbeben auftreten. Ja. Expedition aussenden, Transporter 1 schicken. So, die machen jetzt Feuchtigkeit.
Müssen natürlich noch geupgradet werden. Also kleine Bubbles sind natürlich perfekt. Die kannst du überall aufstellen. Die machen frei Wasser. Können wir doch genau hier auch nochmal ein paar aufstellen. Dann stellen wir es erstmal auf, wo wir mehr von der Feuchtigkeit auch brauchen. Und hier noch so ein paar schön offene Stellen. Nein, das war zu weit. Shit. Jetzt muss natürlich das Upgrade noch überall rein. Upgrade, Upgrade, Upgrade. Jetzt sind Feuchtigkeitsvolparatoren wieder im Kommen. Hell yeah. Dann kommt hier wieder ein paar Röhrchen noch rein. So. Dann ziehen wir das alles mal hoch. Jetzt fehlt nur noch einer, der verbunden werden muss. Der Feind meines Feindes. Der erste Schiff betrifft Vorräte. Wir tun jetzt schon, dass wir es verstärken. So, das ist jetzt für unsere Kolonie hier. Ah. Gerade wieder hinhocken. Ah, jetzt wird es hier langsam. Der See wird auch schon zwar langsam, aber er wird. Wie viel machen die jetzt aktuell? Noch dieses Ding 0,36. Abreisende 129. Alter, das ist ja eine Völkerwanderung, was hier abgeht. Holy shit, okay. Na dann. Wir warten noch auf Treibstoff und dann starten wir wieder durch. Wir hoffen, sie hatten einen wunderschönen Aufenthalt hier. Oder so. Tank das Ding mal auf. Das hat so viele Leute dabei, das ist nicht normal. So ein kleines Vorteil ist natürlich jetzt, dass mit den Feuchtigkeitsproportionen, die wir allein jetzt aufgebaut haben, haben wir natürlich schon die Hälfte unseres Wasserverbrauchs gepuffert. Bedeutet, wenn das leer geht, sind die Feuchtigkeitsreparaturen auf jeden Fall bereit, um das alles aufzunehmen. Und natürlich, durch den Anstieg hierbei, wird auch immer mehr Wasser produziert. Ist nicht klar, aha, hier wird nur 1,7 produziert. Im Gegensatz zu hier oben, hier wird auch 1,7 produziert. Aha. Ja, aber muss man halt 40 Produzier erwarten. Dann haben wir jetzt ein Viertel gedeckt. Also selbst ein Viertel ist gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir schicken jetzt die Kolonisten nach Hause und den nächsten, oder die Touristen nach Hause. Oh, wir haben drei. Wir haben eine ordentliche Summe bekommen. Und 181 Neubewerber. Na gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit einem Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes. We'll be right back.